Oh ja, das ist gut. Das ist ein sehr guter Stein. Halt's Maul! Hey, Anthony. Hey, Ian. Willst du sehen, wie ich mein Taquino als ein Schwimmflügel benutze? Klar. Okay. Oh nein, ich ertrinke, weil ich so dumm bin und Taquino scheiße sind. Ja, das bist du. Und ich bin tot. Oh, hey, Anthony. Warte, ich bin von den Toten auferstanden und du bist nicht überrascht? Nicht wirklich, das scheint ein jährliches Ereignis zu werden. Was willst du? Ich will eine Revanche und mit der Hilfe meines neuen Lieblingsessens, den Red Hot Chili Pepper, werden wir dir in den Arsch treten! Wenn du denkst, dass dein Red Hot Chili Pimmel mehr Aufgaben erledigt als mein pink glasierter bestreuter Donut, dann wirst du untergehen, Schwanzkeks! Wie wär's mit diesem Helm? In Ordnung, Donut. Schütze meinen Kopf so gut du kannst. Ah, no! Mal sehen, ob deine blöde Schote eine kugelsichere Weste sein kann. Bitte rette mein Leben, Chili-Schote. Es hat funktioniert. Was ist das? Oh, verdammt! Okay, Donut, ich weiß das. Meine Chilischote wird deinen Donut voll in den Arsch treten, wenn es ein Gummiknüppel ist. Na los, Chilischote, prügeln wir die Scheiße aus den Leuten raus, aber nicht buchstäblich, denn das wäre eklig. Lass uns wen in den Gluteus Maximus treten, Donut. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Lass uns wen in den Hintern treten. Los geht's! Nein, 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 nein! Es funktioniert! Lass uns... Oh, Scheiße! Oh, Gift! Ich werde Ians Mom vergiften. Ich habe ein Leckerbissen für dich. Danke. Das ist für dich, Mom. Stirb, Mom. Nur ein Streusel. Du solltest aber sterben. Oh, Schätzchen, du kannst mich später nochmal versuchen zu töten. Wie sieht's aus mit Sarah Jessica Parker? Uah, sie ist eklig. Fast so wie deine Mom. Du weißt schon, dass ich hier drüben stehe, oder? Wie wär's mit dem Flammenwerfer? Na los, Chilischote, legen wir los. Chilischotengedärme. Na los, Donut. Ich weiß, du kannst... Wie wär's, wenn wir diesen was ist mit der Perücke? Okay, ich hab all meine Haare bei dem Feuer abgefackelt. Also verurteile mich nicht. Okay, machen wir dieses Teleportationsgerät. Okay. Anthony weiß es nicht, aber wenn man einen Föhn ins Wasser tut, kreiert es ein elektromagnetisches Feld, welches die Teleportationskraft verstärkt. Ich weiß, dass es wahr ist, weil ich es in einem YouTube-Kommentar gelesen habe. Teleportieren wir uns! Verdammt. Bitte, Chilischote, teleportiere mich neben ein heißes Mädchen. Und nicht zu etwas Beschissenem wie einem Minenfeld oder so. Wow. Ist das der Himmel? Nein, das ist ein Minenfeld. Du wurdest durch eine Explosion gelähmt. Halt's Maul! Halt's Maul, machen wir diese Kontaktlinsen. Okay, Krüppel. Ah, meine Schamlippen. Los geht's. Was werde ich anfassen? Oh mein Gott, ich fasse Melonen an. Ich fasse die größten Melonen der Welt an. In Ordnung, Chilischote. Leite mich zum Sieg. Tut mir leid.
leid, Anthony, aber ich kann dich Food Battle nicht gewinnen lassen. Was tust du? Stirb! Ich wusste schon immer, dass seine Schwachstelle Wasser ist und das Sterben. Ian? Ian, du hast gerade Food Battle 2010... Ich dachte, du wärst tot. Als ich beim Food Battle 2006 ertrunken bin, habe ich gelernt, wie man unter Wasser überlebt, indem ich meine Luft anhalte. Ich dachte, du wärst gelähmt. Upsi. Du hast gelogen, aber du bist mein bester Freund. Du hast versucht, mich umzubringen. Warte, ich dachte, du wärst vorhin gestorben. Oh ja. Bob Parker. Anthony? Anthony, du hast gerade Food Battle 2010 gewonnen. Was wirst du jetzt tun? Ich gehe nach Hause und spiele mit Pogs. Willst du mitkommen? Nein! Danke fürs Abonnieren. Ich liebe euch.